Hallo meine Freunde der Sonne, das immer wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Und heute gucken wir uns von Julian Bam an, wie ich deine Mutter getroffen habe. Bin echt gespannt, wie er meine Mutter getroffen hat, weil es hat mir meine Mutti nie gesagt, dass die Julian Bam mal getroffen hat. Also bin ich jetzt mal gespannt. Also da ist sie mir eine Erklärung schuldig, ne? Muss ich wirklich sagen. Also hat sie mir nie was von gesagt. Finde ich ein bisschen frech. Kinder, ich erzähle euch die Geschichte, wie ich deine Mutter getroffen habe. Das war Sonntag von vor vielen Jahren. Ich war in Köln am Leben und hatte gerade Urlaub gegönnt. Julian, du bist doch schon längst entlassen, jetzt hau endlich ab. Ja, aber so gönne ich mir auch immer Urlaub, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ist kostenlos, ne? Man kriegt 3 warme Mahlzeiten und in Deutschland, ganz ehrlich, also wenn ich höre, dass da Leute hier, keine Ahnung, eine Xbox natürlich und Internet haben, aber eine Xbox und einen Fernseher haben, also komm bitte, also da kann man wirklich Urlaub machen, ne? Und es gibt, ich glaube auf Norwegen gibt es so einen Inselstaat, sag ich jetzt mal, oder Gefängnisstaat, das sind die komplette Selbstvorsorge, also da haben die eine Schweinszucht, da verarbeiten die halt Holz und Pipapo, müssen halt selber reparieren und so, das ist eigentlich voll cool, ne? Also da hat man auch ein bisschen, ne, kann man halt sein handwerkliches Geschick verbessern, ne? Also, ne, kann man ja mal fragen, ob man da mal hin kann, ne? Ob man das unbedingt möchte, weil da sind ja auch Schwerverbrecher drin. Gut, eine andere Sache, aber ist ein Abenteuerurlaub, ne? Mögen ja viele. Der normale Gang heutzutage. Alter, ey, ich glaube, es hackt, Mann. Hau mal ab hier von der Straße. Spinner. Ey, was bist du denn für ein Assi? Und so habe ich deine Mutter getroffen, Tim. Aber wie ich deine Mutter getroffen habe, Sally, das ist heftig. Das ist heftig. Deine Mutter. Ich würde gerne wissen, wie er meinen Vater getroffen hat. Wäre auch mal interessant. Oder vielleicht ist er ja mein Vater. Deine Mutter, endlich zu Hause. Ey, was ist los? Ey, wieso passt der Schlüssel nicht mehr? Das ist so schön. Ich hab's richtig gut. Bei Rehens Mutter. Entschuldigung? Entschuldigung angenommen. Produziert bei... Was ist mit meinem Crib passiert? Da war ich 12 Jahre weg und alles anders. Hallo? Kann ich irgendwie weiterhelfen? Sag mal, wo ist denn meine Pfandflaschensammlung hin? Ja, meine Pfandflaschen, Pfandflaschen. Also ich kann nicht meckern, ne? 1, 2, also ich werde jetzt nicht hier alle Pfandflaschen hochhalten, weil ich ja auch noch ein paar Energies und sowas stehen habe. Aber, also ich habe vielleicht deine Pfandflaschen. Es tut mir sorry. Ich dachte so, die liegen in der Wohnung rum. Ich kann sie mal mitnehmen. Ich dachte, du willst sie loswerden. Ich hab sie. Ich geb's dazu, Mensch. Tut mir nicht leid. Kommt da noch was? Nein. Wieso? Kannst du jetzt bitte meine Wohnung verlassen? Kommt da noch was? Ich bin hier doch Mieter, ich zahle doch Miete. Ich hab den Mietvertrag hab ich immer hier griffbereit. Hier, sehen Sie mal. Okay, Ehrenmann. Du darfst bleiben, bis du was Neues hast. Ey, immerhin. Sehr nett, ne? Beruhig dich, Günther. Ist nur ein Störenfried. Mit dem wirst du schon fertig. Du warst auch schon 2-mal beim Aikido. Komm, ich zeig dir die anderen. Jungs! Die anderen? Also hätte er jetzt gesagt, dass er 5 Jahre Kampfsporterfahrung gehabt hätte, wäre es viel cooler gewesen. Hätte ich so gefeiert.
Ich geb dir gleich so einen Roundhouse-Kick, Mann, dass du sonst wohin fliegst. Dass die Erde von der Umlaufbahn abkommt. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Bruder Juan Bar mit seinem Bandana. Knarren verkleidet als gelbe Banana. Tattoos gestochen im Knast mit der Gabel. Kennt alle Pokémons von seinem Namen. Schwester Babushka, straight out of Mutter. Haare gestarbt mit einem Block Butter. Sie nur hier für einen deutschen Pass. Doch schwierig, weil schon 12 Kinder hat. So, Kinder, du bist dran. Aha, aha, aha. Interessant. Stell mich vor! Frank! Alter, was für Frank! Ich heiße Gulien! Was, Gulien? Jesus Maria! Jetzt, wo wir alle aus dem Knast frei sind, eine Runde! Feuer! Jetzt sind wir eine kleine Familie, wir! So wohngesellschaftstechnisch. Wohnen hier? Auf keinen Fall! Ey, unsere Nachbarin ist voll geil. Da muss ich leider enttäuschen. Die ist dir nicht vergeben. Ja und? Ist das stark? Ey, geile! Versteckt euch, Alter! Keiner macht auf. Ist auf, komm rein! Also wenn ich das jetzt machen würde, jetzt hier rum, also mein Fenster auf und dann rumschreien würde, ey geile, da würden hier in meiner ganzen Umgebung alle Fenster aufgehen. Halt die Fresse, Mann! Ist halt wirklich so. Hallo, geht's noch? Wieso rufen Sie jeden Sonntag um 20.17 Uhr meiner Ehefrau hinterher? Da läuft Tatort! Sag mal, was stimmt nicht mit Ihnen? Sag mal, was stimmt nicht mit Ihnen? Ich, also, sag mal, was stimmt ich, nicht mit also, Ihnen? Wieso gucken Sie meiner Frau auf den Arsch? Das war ich gar nicht. Das war, Wissen Sie was, das wird mir alles langsam zu bunt. Dann schauen Sie eben mit Brigitte Desperate Housewives. Scheidungspapiere sind raus. Ring. Den gebe ich der nächste Frau, der durch die Tür kommt, und dann habe ich eine Ehefrau. Ach so. Ich dachte, die haut eher ab, weil sie keinen Bock drauf hat. Aber okay, sie haut ab, weil sie jetzt durch die Tür kommen möchte, ne? Für dich, mit Liebe. Hier. Danke. Babushka, mach Platz, da will jemand rein. Hallo, ich bin's, die Geile. Ich bin's, die Geile. Übrigens meine Mutti. Wer ist denn dieser sympathische Kerl, der mir solche tollen Komplimente entgegenwirft? Hier mich. Hier ich. Wer, du? Nein, er. Wer ist er? Mich bin er. Na du? Kann ich auch, ne, für euch Mädels. Na ihr? Ich hab zwar keinen Ring für euch, aber 50 Cent. Also, vielleicht geht er. 50 Cent? Gut, muss ich halt noch ein bisschen warten. Vielleicht dauert es ja noch ein paar Minuten. Ne? Ich denke eher, dass die Leute jetzt gleich mit dem weißen Kittel kommen. Die kenne ich ja schon. Lade ich dann wieder auf einen Kaffee ein. Und dann geben sie mir eine Hab dich lieb Jacke. Sehr, sehr, sehr bequem, gerade im Winter. Und wenn man keinen hat zum Kuscheln, dann hat auch Vorteile. Jesus Maria, das funktioniert! Du Geile!
Con Mariachi. In die Nachbarschaft. Sehr fuego. Komm, ich stell dich ein auf 3 Euro Minute. Ja, moin. Und so hab ich Mutter von deinem Cousin getroffen. Aber hör zu, denn Geschichte geht jetzt erst richtig los. Ja, liebe Julian, willst du ihn mir auf mir gehen? Ja. Du bist scharf wie ein Fleischmesser. Nein, nein, nein. Ich hab's. Ja, Madame, das sind keine Gefühle, das nennt man Magen-Darm-Virus. Wie lange wollt ihr denn eigentlich noch in meiner Wohnung bleiben? Virus! Hört ihr das? Ich hab das nicht mein. Ich hab's doch gesagt, die kommen mit dem weißen Kittel. Ich hab's gesagt. Die klingeln gleich hier. Jo, wir müssen mal hochkommen. Ich hab's euch gesagt. Scheiße, geht durch den Magen. Das heißt, wenn ich meinen Fisch serviere, dann wird er mich lieben. Sag mal, kannst du das nicht irgendwie am Tisch vielleicht machen? Was für Tisch? Ach, du meinst Juanpas Bett. Ey, ratet mal, wer in der Stadt ist. Ey, mein Onkel. Bitches are dick in a blood, cross on my cross. Noch einer von denen. Onkel Django, Sohn von Dönerkartell. Mach mit falschem Kalbfleisch Fett Falschgeld. Chicks wollen sich mit meinen Barthaaren paaren. Akku 1% seit einigen Tagen. Mann, das ist verfickt nochmal richtig schwer. Ja, manchmal hilft das auch, wenn man einfach das Handy lädt, ne? Ich zeig Onkel kurz sein Zimmer, wa? Julian, warte! Ich hab dir Essen gemacht! Sag mal, Julian, was hältst du davon? Du und ich 3 Monate auf einem Boot. Onkel, Neffe. Cool. Ciao, ich bin 3 Monate segeln, ihr Loser. Onkel, warum hast du eigentlich so viele Bananenkisten an Bord? Ach, Julian, das sind keine Bananen. Und so, meine Lieben, ich weiß nicht, wie ich ihm meine große Liebe gestehen soll. Und so habe ich mein Deutsch verloren. Sie wissen nicht, wie sie ihrem Schwarm ihre große Liebe gestehen sollen? Woher weiß er das? Fragen Sie sich gerade, woher ich das weiß? Warum redet er mit mir? Schwarze Magie! Legst du dich auf? Ist mein Hobby. Du dreckiger, hässlicher, grässlicher, schrecklicher, speckiger, fettiger, mit Messer stechender Bastard! Ach ja, ich habe auch etwas zu sagen. Guacamole, Agua Despacito, Tortilla, Taco e Burrito. Hör auf, Don Juan. Ich frag mich jetzt ohne Scheiß. Das kann ja jemand mal in die Kommentare schreiben, ob was er singt. Sinn ergibt, weil das hört sich cool an. Mann, nicht auf TV Gringo, Fajitas con Pollo de Puerto Rico. Vielleicht hätte ich da einen Vorschlag, da ihr jetzt nur noch zu zweit seid und nicht wirklich miteinander auskommt. Vielleicht wird es Zeit, dass sich jeder von euch eine eigene Wohnung sucht. Ich bin's wieder da. Aber ich dachte, du bist mit deinem Onkel zu dieser 3-monatigen Bootstour aufgebrochen. Das war gerade mal gestern. Da wurde gefressen von einem Salzwasserkrokodil mit Floss auf dem Kopf. Ein Hai? Hallo. Was ist Weihnachten? Ich finde, wir sollten einen Weihnachtsbaum kaufen und ihn schmücken. Ja. Ich hasse Weihnachten. Aber ich liebe euch. Hab so Stichchen in der Nacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Mitbewohner habe, das ist sehr sympathisch. Also man braucht eigentlich keine Angst mehr haben, dass jemand in die Wohnung einbrechen möchte. Weil sozusagen sind ja die Einbrecher schon da. Also warum? Und wenn was geklaut ist, ne, weiß man, okay, es war einer von den dreien. Und man sagt dann nie, ah, es war vielleicht jemand von meinen besten Freunden. Nee, da weiß man, okay, es war... Also
ne? Man weiß es einfach alle schon. Das hat Vorteile. Tradition kann beginnen. Bürger! El Gasolina! Freunde, wie wär's, wenn wir zu Weihnachten, zum Fest der Liebe und Gemeinsamkeit, gemeinsam rausgehen ins Kino? Auf deinen Nacken? Ja, Nacken, von mir aus. Ja, Nacken. Auf deinen Nacken! Nacken, was immer das heißt. Ja, man sollte sich in Neudeutsch nicht auskennen. Einfach auf die Treppe setzen. Das kann ich grad nicht. Der Film wird Blockbusters. Ey, Juanpa, du musst gucken. Ich spiele doch gerade App. Bin der Monsieur Pete. Das gibt's im Apple Store und Play Store. Psst, steht in der Videobeschreibung. Ich weiß es, ich hab's gezeichnet. Wie geil. Gib uns den Popcorn. Dein Finger klebt. Oh Mann, Julian, ich muss dir was sagen. Also, ich... Was? Ich mag dich mehr als nur mögen. Ich mag dich auch mehr als du mögen. Ein Grund zum Saufen hier! Ist das wirklich? Und das ist die Geschichte, wie ich deine Mutter getroffen habe. Und wieso man sie nennt, ein Auge blärt. Hi, mein Name ist Julian Bam und ich spiele Gulien in der Erfolgsserie, wie ich deine Mutter getroffen habe. Und dass ihr sie bis hierhin gesehen habt, zeigt, dass ihr einen guten Geschmack habt. Aber was ist mit den Leuten, die eben nicht so einen guten Geschmack haben? Die so rumlaufen müssen? Für die haben wir die Lösung, für die haben wir Hilfe. Und zwar ja? Im BAM-Shop. Okay. Hier. Viele, viele neue Artikel. Oder sagen wir einfach, geht auf bestesmerch.de. Geht einfach auf bestesmerch.de. Das ist die Lösung. Ich werde jetzt gerne, wie sich die Kulisse im Hintergrund abbauen. Finde ich sehr cool, ne? Also ist so ein bisschen How I Met Your Mother. Finde ich sehr cool. Haben sie sehr geil gemacht. Also jetzt weiß ich auch endlich, wie Julian Bam meine Mutter kennengelernt hat. Und ich wusste gar nicht, dass sie in jungen Jahren so gebildet war. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.